machen jetzt erstmal hier vorne im Hafen eine Quest noch. Oder wir gehen erstmal in den Mission über einen Obelisken zu dem Stein. Moment, ich gucke mal. Okay, das ist ein Stück noch im Hafen. Ich glaube, wir denken, ob wir erstmal die Quest mit dem Gnome machen. So, die kann man nachts machen. Die müssen wir jetzt erstmal lassen. Und gehen erstmal. Zweimal drei macht vier. Nein, sechs. So. Ach, gar nicht fast verrechnet. OMG. Okay, lassen wir erstmal. Wir gehen erstmal den anderen Weg hier lang und versuchen mal den Stein hin zu aktivieren. Und dann den Obelisken. Okay. Gut, ich hätte noch nichts gesehen. Wo ist ein Teleport? Ich habe keine Ahnung, wo der Teleporter ist. Boah, Scavenger! Okay, man. Schönes Piratenschiff stehen nehmen. Jetzt sind wir Fleisch gefahren. Ein paar XP und nicht nur Scavenger. Jetzt machen wir schnell einen Save Point. Okay, schnell speichern. Mag ja hier Barriere Schattenkrieger. Ups, ist er da. Oh, oh. So. Oh, festgebackt. Sehr kleine Fisch oder ihr lieben Scavenger. Schönes Schiff. Das greifen wir uns gleich mal. So, das müsste es gewesen sein. Go, go, go. Jetzt kommt wieder der coole Sound.
nicht schlecht. Jetzt gucke ich gleich auf der Map. Ich würde sagen, wir laufen mal zum Hafen zurück und dann müssen wir nach Takarikura zurücksegeln und müssen versuchen, den anderen zu finden. Der bei dem De Fuego ist. Aber den De Fuego haben wir schon mal gefunden. Das Takarikura wurde irgendwie von den Soldaten platt gemacht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Takarikura zurück. Dann schauen wir mal. Ich guck mal schnell hier am Hafen, ob ich noch die zweite Quest-Dinger hier finde. Ich hab keine Angst. Ne, war doch nicht für die Quest. Aber hier nehmen wir noch was. So, fehlen noch zwei Stück. Mal gucken, ob wir die gerade noch finden. Die zwei Quest-Dinger. Können vielleicht die Quest abgeben. Hier liegt noch eins. Was willst du noch? Ich habe zu tun. Der verdammte Wind hat all meine Notizzettel. Dann. Ich. Was? Lol. Wenn du. Wenn du das schaffst, diese Notizen. Vermutlich. Ich habe deine Zettel. Wirklich? Das ist sehr gut. Hier eine kleine Entlohnung. Was kannst du mir noch über die Donnerinsel erzählen? Da gibt es so einiges. Was möchtest du denn wissen? Ah ja, und dann stand hier auch noch eine Quest machen, tut mir doch mal. Und hier bei Check in Richtung können wir noch den Soldaten da verjagen. Können wir eigentlich mal mitmachen, wenn wir hier auf der Insel am Bamsen sind. Ich kann noch überlegen, ob wir das schnell mal machen. Ich speichere mal eben schnell. Goldklee. Krallenaffe. Lol. Schnell hier vorne gucken, was die Soldaten vom Wachturm um hier beim Check hier verstecken. Hier vorne scheint irgendwie so ein kleines Lager zu sein. Weg, du kleines Mist. Proviant futtern. Ah, da vorne ist er noch im Lagerfeuer, sehe ich gerade. Boah, voll im. Einschossen, sorry. Die macht schon ein bisschen mehr Damage, die Muskete. So.
So, jetzt gucken wir erstmal, ob das ist. Pippchen. Was willst du? Du kommst doch nicht von der Inquisition, oder? Führ mich ruhig ab. Ich habe sowieso nichts mehr. Was geht mit dir, Gollum? Ich bin nicht von der Inquisition. Oh, dann bist du nicht hier, um mich einzusperren. Wohl. Naja, ich hätte mich schon fast drüber gefreut. Schon vielleicht auch noch. Was ist mit dir passiert? Schau mich doch an. Ich sitze hier halbnackt in der Pampa. Ich habe alles weggeworfen, als ich vor diesem Scheißmonster geflohen bin. Monster? Monster? Was für Monster? Ich dachte, dein Problem ist die Inquisition. Die auch. Aber mit der komme ich klar. Wenn dieses geflügelte Mistding mir nicht alle meine Sachen geklaut hätte. Ich wollte doch nur meinen Schatz an einem sicheren Ort vergraben. Woher hätte ich wissen sollen, dass das so ein Vieh wohnt?